Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ryan Bartlehner und ich freue mich sehr, dir das heutige Deszendentenzeichen in Steinbock erklären zu dürfen. Wenn du nicht weißt, was es grundsätzlich mit der Deszendenten-Thematik auf sich hat, dann bitte und unbedingt mein Intro-Video zu dieser Deszendentenreihe anschauen. Das Video hierzu habe ich hier oben für dich verlinkt, dort mal ausführlich erklärt und beschrieben, was man damit auf sich hat. Let's go! Dein Deszendent wohnt in deinem siebten Haus und steht für die anderen, für die Beziehungen mit den anderen, okay? Das siebte Haus ist das traditionelle Haus der Ehe und deswegen sehr, sehr wichtig bei der richtigen Partnerwahl. Dein Deszendent spiegelt dir deine tiefen, manchmal verborgenen und unbekannten Wünsche wider und weist darauf hin, welche Art von Person du als ganz besonders attraktiv und als deinen idealen Partner empfindest. Dein Deszendent zeigt dir quasi deine perfekte Ergänzung. Aufgrund meiner 10 Jahre langen Erfahrung biete ich sowohl 1:1 als auch parastrologische Beratung an. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du gerne hier runter in meine Videobeschreibung gehen, mich dort kontaktieren und wir beide vereinbaren einen gemeinsamen Beratungstermin. Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt mit deinem Deszendenten für Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine Erfahrungen im Wissen mit uns und lass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal. Indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Wenn sich dein Deszendent nun im Zeichen des Steinbocks befindet, heißt das automatisch, dass dein Aszendent im gegenüberliegenden Zeichen, nämlich im Krebs, sich befindet. Das ist total wichtig. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht das Video zu voll packen will, aber du wissen musst, was es mit deinem Aszendenten im Krebs auf sich hat, habe ich für dich hier mein Video zum Aszendenten in Krebs verlinkt, hier oben, um nochmal für dich ausführlich dort erklärt zu haben, was es mit deinem Deszendenten im Krebs auf sich hat. Okay, also wenn dein Deszendent sich im Steinbock befindet, bedeutet das, dass du sehr Steinbock geprägte Menschen in dein Leben ziehst und du als ganz besonders attraktiv empfindest. Was heißt das, Steinbock geprägt? Das kann mehrere Bedeutungen haben. Das kann bedeuten, dass jemand einen sehr starken Saturn ist der Herrscherplanet vom Steinbock, in seinem Gesamthoroskop hat. Oder dass sein zehntes Haus, dass das Haus des Steinbocks, sehr markant vorgehoben ist. Oder, und das ist meiner Meinung nach einer der stärksten parastrologischen Verbindungen, gerade zu dir in dem Fall ist, wenn jemand den Aszendenten in Steinbock hat. Bedeutet, wenn sein Aszendent im Steinbock ist, ist er idealerweise genau gegenüber von deinem Aszendenten und berührt deinen Deszendenten. Und umgedreht ist es so, dass sein Deszendent deinen Aszendenten berührt. Sehr, sehr wichtig. Ich finde, eine der besten Beschreibungen ist, wenn du dir die Beschreibung des Aszendenten in Steinbock anschaust, um eine Idee zu bekommen, wie denn so dein idealer Partner nach außen hin erscheint und wie er in der Öffentlichkeit wirkt. Hierzu habe ich ein Video gemacht zum Aszendenten Steinbock. Das Video hierzu habe ich hier oben für dich verlinkt und mal ausführlich erklärt, was damit auf sich hat, wenn jemand den Aszendenten Steinbock hat und somit einen idealen Partner, deinen idealen Partner darstellen könnte. Des Weiteren ziehst du Menschen an, die zum Beispiel auch das Sternzeichen im Steinbock haben oder den Mond im Steinbock haben. Es ist auch total stark. Auch hierzu habe ich zwei Videos verfasst. Einmal das Video Sternzeichen in Steinbock, das habe ich auch hier oben für dich verlinkt. Und einmal den Mond in Steinbock, welches hier, rate mal, genau, ich hier auch, hier oben für dich verlinkt habe. Des Weiteren ist es so, dass auch diverse andere Planeten im Steinbock sind und somit in dein siebtes Haus fallen und dass auch diesen Menschen Steinbock geprägt machen, beziehungsweise du ihn auch so wahrnimmst, okay? Ganz wichtig ist aber hier nochmal zu erwähnen, dass das hier kein Garant ist. Das ist schon mal echt eine gute Vorlage, um parastrologisch einen gemeinsamen Nenner zu finden und auf etwas zusammen aufzubauen. Aber ganz wichtig ist, dass man immer das Gesamthoroskop abcheckt, euer gemeinsames Gesamthoroskop abcheckt und guckt, wie bewusst du und dein Partner bereit sind, weil es bringt auch nichts, wenn dein Partner sehr Steinbock geprägt ist, aber irgendwie aus gewissen Hemmungen das gar nicht wahrnimmt und falsche Steinbock-Qualitäten lebt. Das wäre für dich sehr, sehr unangenehm, okay? Um ein besseres Bild von der Steinbock-Qualität zu bekommen, ist es vielleicht für dich wichtig, wenn ich dir erkläre, dass das Tierkreiszeichen des Steinbocks die Wintersonnenwende einleitet. Bedeutet, ne, das ist dann so im Dezember, da ist es sehr kalt. Und stell dir vor, ein Steinbock, wirklich ein Steinbock in den Bergen, eine Bergziege, ne, eine Ziege hat ja auch was vom Steinbock.
Und der Steinbock muss aufgrund dessen mit sehr wenig auskommen. Die Bedingungen sind sehr hart und es ist nicht einfach, Nahrung zu finden. Und deswegen steht auch der Steinbock für die Ressourcen. Der Steinbock ist aufgrund dessen sehr bodenständig, sehr realistisch, sehr geradlinig und auch irgendwo emotionskalt, weil in diesem Kontext ist ums Überleben ankommt, okay? Der Steinbock geprägte Mensch hat verstanden, dass er die Emotionen etwas beiseite legen muss oder vielleicht sogar in den meisten Fällen ist das so, dass er sie etwas stärker beiseite legt, um eben sehr nüchtern, sehr rational und sehr bodenständig das Leben zu beschreiten, um für genügende Ressourcen zu sorgen. Okay, der Steinbock geprägte Mensch legt sehr viel Wert auf seine Ressourcen. Und das ist in etwa so, wenn du eine Bergziege siehst und du siehst, oh, wie krass, wie kann diese Ziege in dieser sehr harten Vegetation überleben? Und nicht nur das, diese Bergziege klettert auch noch irgendwo da oben in den Bergen. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast, aber wenn du es mal gesehen haben solltest, warst du wahrscheinlich genauso wie ich fasziniert von dem Anblick einer Bergziege ganz weit oben in den Bergen und hast dir vielleicht die gleiche Frage gestellt wie ich. Wie ist verdammt nochmal diese Ziege da hochgekommen? Ist ja unglaublich, ja? Und genau das steht auch für den Steinbock. Egal wie steil es ist, egal wie hart die Bedingungen sind, okay? Der Steinbock ist sehr geduldig, sehr zielstrebig, unglaublich ambitioniert. Und wenn er sich einmal für was entschieden hat, zieht er das auch durch. Emotionen hin oder her, ob Emotionen einen überwältigen oder nicht, interessiert den nicht. Der ist da sehr kalt, sehr nüchtern und sagt sich, ich will da hoch und ich komme da hoch, egal wie lange es dauert. Und dann musst du mal beobachten, wie sich ein Steinbock da hoch bewegt, ein Schritt vor den anderen, ganz langsam. Und dann wird lange überlegt, wie der nächste Schritt gemacht wird und dann wird dieser getan. Und wenn das einfach regelmäßig, ausdauernd getätigt wird, wirst du irgendwann diesen krassen Anblick erfahren, wie diese Bergziege ganz weit oben ist. Und genau so verhält sich auch analogisch dein Steinbock geprägter Partner. Dein Steinbock geprägter Partner, weil dein Descendant eben im Steinbock ist, ist sehr geradlinig, sehr ausdauernd, sehr zielstrebig, sehr bodenständig, sehr reif. Der Herrscherplanet des Steinbocks ist der Saturn. Der Saturn ist der einzige Planet mit einer Eklipse, okay, um diesen Planeten herum. Und diese Eklipse steht für Begrenzung, Strukturen und Formen. Bedeutet, der Steinbock geprägte Mensch ist hier sehr nüchtern und sagt, das geht so nicht. Diese Grenzen müssen bewahrt werden. Diese Strukturen müssen aufrechterhalten werden. Und ich bringe das hier in einer Form. Der Steinbock geprägte Mensch ist sehr der materiellen Welt zugewandt. Weil, wie gesagt, eingangs erwähnt, die Analogie zur Bergziege, hier geht es ums Überleben. Und da wird es schwierig, eine Runde zu meditieren, weil das wird nicht deinen Bauch füllen. Ich habe nichts gegen Meditation, aber ich erkläre dir einfach nur den Steinbock. Und der Steinbock ist hier sehr pragmatisch. Im Übrigen, Pragmatismus ist eines der Hauptüberschriften bei deinem Steinbock geprägten Partner, okay? Das lässt ihn allerdings auch sehr kühl, sehr nüchtern und sehr trocken daherkommen. Es kann auch sein, dass er etwas zu hart daherkommt und auch zu hart auch Dinge anspricht, die vielleicht den einen oder anderen verletzen können. Das meint aber der Steinbock geprägte Mensch nicht so. Er sagt das einfach nur, weil er sehr ehrlich ist, weil er für sich versteht, dass man hier nicht wischiwaschi irgendwelche Vereinbarungen treffen kann oder irgendwelche Formen und Gesetze ins Leben ruft, die vielleicht einfach nur auf gerade einer Laune heraus resultiert sind oder aus einer gewissen Emotionalität heraus. Okay, da weiß der Steinbock geprägte Mensch ganz klar, okay, Emotionalität hin oder her, es hat sich gut oder schlecht angefühlt. Wichtig ist, dass wir hier gewisse Grenzen wahren, Strukturen aufstellen und eingangs direkt klären, wie wir die Dinge jetzt hier angehen. Okay, Vereinbarungen treffen. Pflichtbewusstsein ist ein weiterer Aspekt, der deinen Steinbock geprägten Partner sehr stark ausmacht. Dein Steinbock geprägter Partner ist sehr karriereorientiert, sehr auf den Beruf und sehr, also Steinbock geprägte Menschen sind meiner Meinung nach, ich mag diese Steinbock geprägten Menschen sehr. Warum mag ich die sehr? Weil ich mit denen Tachles reden kann, okay? Weil sie super zuverlässig sind. Man kann sich komplett auf sie verlassen, sehr pflichtbewusst sind. Und auch so eine Art Boss-Attitüde haben, okay? Der Steinbock ist so analogisch der CEO, der Boss, der Macher, der
der Leiter, okay, der einfach dafür sorgt, dass es weiterhin nach vorne geht und dass man hier nicht so viel diskutiert und zu viel schwammig wird, okay? Der Steinbock geprägte Mensch weiß und merkt, okay, ist ja ganz gut, dass wir jetzt hier ein bisschen gebrainstormt haben und uns ein paar Gedanken gemacht haben, aber jetzt soll es mal konkret werden, also machen wir es jetzt auch konkret. Bedeutet, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4 in dieser Reihenfolge, du machst das, du machst das, du machst das, okay? Das wäre jetzt eine echt coole Manifestation des Steinbock geprägten Menschen, natürlich aber auch gepaart mit einem gewissen Respekt. Steinbock geprägte Menschen haben meistens auch Respekt vor jemandem. Nur dadurch, dass sie eben sehr tachles reden, sehr nüchtern reden, kann sich der ein oder andere emotional oder etwas zu emotional aufgestellte Mensch auf den Schlips getreten fühlen. Und du gehörst nun mal eben dazu, zu den sehr emotionalen Menschen. Wenn dein Aszendent in Krebs ist, macht dich das zu einer unglaublich emotionalen, sensiblen Person. Hast eine sehr starke Intuition und bist regelmäßig, ja, es kommt drauf an, wie dein Gesamthoroskop ist, aber die Welt der Emotionen ist für dich keine, ja, was heißt keine einfache Welt. Da fühlst du dich zu Hause. Das Problem ist aber, dass du vielleicht des Öfteren etwas zu lange darin verweilst und aufgrund dessen nicht ausdauernd bist und du dich in der Welt der Emotionen verlierst. Und genau hier kommt dein Steinbock geprägter Mensch ins Spiel und reißt dich da raus und zeigt dir, wie man pragmatisch durchs Leben schreitet. Emotionen hin oder her. Aber du ergänzt ihn, er ergänzt dich. Warum? Weil dein Steinbock geprägter Mensch heißt nicht, dass er keine Emotionen hat. Er hat diese nur weggesperrt, weil er sich sehr auf seine Karriere fokussiert, okay? Und in der Karrierewelt muss man kämpfen, überleben und ich rede nicht nur einfach arbeiten, ich rede davon, der Steinbock möchte ganz weit hinaus, ganz nach oben, okay? Und der hört da auch niemals auf, ne? Wenn er auch irgendwo angekommen ist, wird er nicht lange dort verweilen und will wieder einen Step weiter. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass dein Steinbock geprägter Partner ein hohes Ansehen hat und schon irgendwo aufgestellt ist, sehr ambitioniert ist. Und das Gute bei deinem Steinbock geprägten Partner ist, der quatscht auch nicht so viel. Er lässt wirklich Taten folgen und zeigt diese auch und mag auch nicht Dummschwätzer und Leute, die einfach zu viel quatschen und sagen, ey, wir machen das und wir erobern die Welt und so weiter. Der Steinbock geprägte Mensch sagt, okay, alles klar, können wir machen, aber wir müssen jetzt erst einmal arbeiten und wir haben jetzt erstmal eine Agenda, die wir durchziehen und danach schauen wir mal, ob das passt oder nicht. Das heißt nicht, dass er pessimistisch ist. Er hat eine Tendenz zum Pessimismus, aber das ist ja das Krasse und Verrückte beim Steinbock geprägten Mensch. Er geht die Dinge sehr, sehr realistisch an und erreicht diese auch, obwohl er einen gewissen Pessimismus, Realismus, Pessimismus, ja, sehr nah beieinander hat und lässt sich aber auch nicht kleinkriegen, auch wenn er von der Realität etwas eingeschüchtert ist. Oder manch einer, der ihn reden hört, dass sich das etwas pessimistisch anhört, ist er selbst zwar auch leicht eingeschüchtert, aber sagt sich, ich ziehe es trotzdem durch. Und er macht das auch und gewinnt so den Respekt seiner Umgebung. Und das hilft dir sehr stark als Aszendent im Krebs, weil du halt eben sehr emotional geleitet bist. Du bist so ein bisschen der Kümmerbär deiner Umwelt, okay? Du kümmerst dich sehr gerne um jemanden. Ich bin der Meinung, wenn eine Frau den Aszendenten Krebs hat, ist das meiner Meinung nach einer der coolsten Stellungen für eine Frau, weil das sehr stark impliziert, dass die Frau sehr in ihrer Weiblichkeit ist, ja, sehr emotional, sehr, sehr stark die Welt ihrer Emotionen lebt, okay? Und meistens sind das dann auch Frauen, die sehr häuslich sind, die aber auch nicht schnell jemandem vertrauen, ja, die sich lange Zeit lassen, was schüchterner, sich zurückziehen, was zurückhaltender sind, okay? Und wenn sie sich aber jemanden verschreiben oder wenn sie einmal jemanden vertrauen, ob Freund, ob Partner, ob Geschäftsfreund, Arbeitskollege, dann wird der Kümmerbär ausgepackt und dann wirst du überhäuft mit dieser unglaublich herzlichen, schönen, weichen, freundlichen, empathischen, liebevollen Art von dir mit deinem Aszendenten im Krebs, okay? Aber bei dir ist es auch so, du magst nicht so dieses Flirting, Dating-Game und du nimmst die Beziehung sehr, sehr ernst.
Pflichtbewusstsein, du bist ernst, Verantwortungsbewusstsein in der Partnerschaft wird bei dir sehr, sehr groß geschrieben. Aufgrund dessen lässt du dir hier auch sehr, sehr viel Zeit. Dein Steinbock geprägter Partner ist genauso und deswegen ergänzt ihr euch hier auch sehr, sehr, sehr gut. Wobei diese Dinge parallel sind, die sind beide bei euch sehr stark ausgeprägt. Auch wenn dein Steinbock geprägter Partner sehr kühl, distanziert rüberkommt, gibt er dir trotzdem irgendwie das Gefühl, auch wenn er so hart ist, spürst du intuitiv, dass er doch ein gutes Wesen hat und wenn er sich dir einmal verschrieben hat, sich dir auch so treu und pflichtbewusst und verantwortungsbewusst widmet, ohne Schaum zu schlagen, ohne dumm zu schwätzen, ohne bla bla, ich verspreche dir das Blaue vom Himmel und du bist die Tollste und Schönste. Damit kannst du nicht so viel anfangen, beziehungsweise du hattest vielleicht mal was damit angefangen und hast dir aber deine Finger verbrannt, weil du gemerkt hast, dass Menschen, die so reden, eher noch so eine Peter-Pan-Figur sind, ja, noch kein richtig erwachsener Mann oder keine richtig erwachsene Frau sind, okay? Du wünschst dir Seriosität. Du vertraust nur jemanden, wo du merkst, okay, dieser Mensch meint das wirklich ernst und dieser Mensch schützt mich, dieser Mensch kann mir ein Zuhause bringen, weil die Welt des Zuhauses ist dir unglaublich wichtig. Und das Interessante ist, dass deinem Steinbock geprägten Partner das Zuhause auch total wichtig ist. Weil er sehr, sehr karriereorientiert ist, ist es so, dass er sein Zuhause schützen möchte und auch ein sehr warmes und schönes, idyllisches Zuhause hat. Warum? Weil er keine Lust auf Drama, Ablenkung und Menschen hat, die ihn von seinen Hauptzielen ablenken. Ihr seid beide hier sehr klassisch und traditionell aufgestellt und habt auch keine Probleme damit, dass einer den Haushalt schmeißt und der andere rausgeht, jagt, arbeitet und immer erfolgreicher wird. Das heißt nicht, dass ich bin der Meinung, wenn dein Aszendent Krebs ist und du eine Frau bist und der andere Steinbock geprägt ist, ist das einer der besten Kombinationen bezüglich du in deiner weiblichen Energie und er in seiner maskulinen, männlichen Energie. Heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Es kann auch sein, dass, das habe ich auch schon erlebt, ja, ein Ex-Kommilitone von mir, mit dem ich studiert habe, ganz interessant, der ist rausgegangen, hat studiert, hat auch gearbeitet und hat eine Freundin gehabt, die hat den Haushalt geschmissen. Die hat sich um alles gekümmert, aber ganz interessant, ich habe da mal etwas mehr Einblicke gewährt bekommen und gesehen, wow, die Frau hat die Hosen an und die bestimmt absolut, wo es lang geht. Ja? Und ich bin mir sicher, dass die Frau sehr Steinbock geprägt ist und er den Krebs-Aszendenten hatte. Ob es so war, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber rückblickend betrachtet habe ich hier einfach diese Analogie und das in Erinnerung, okay? Und ich habe ihn auch gefragt, so, ey, sag mal, ist das immer so, dass deine Frau so einen Ton angibt? Und er sagt, ja, und weißt du was, ich brauche das auch. Ich brauche jemanden, die mir sagt, wo es lang geht, auf die ich mich verlassen kann, damit ich mich auf die Jagd begeben kann. Verstehst du, was ich meine? Ich will einfach nur sagen, das muss nicht sein, Mann geht raus, jagen, Frau ist zu Hause, macht den Haushalt. Ja? Es kann auch umgedreht sein, aber dann ist vielleicht die Steinbock geprägte Frau zu Hause, macht den Haushalt, aber gibt trotzdem den Ton an. Loyalität, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Pflichtbewusstsein sind sowohl dir mit Aszendent im Krebs als auch deinem Deszendenten, also Steinbock geprägten Partner, sehr, sehr wichtig. Ihr mögt beide hier keine Spielchen treiben, okay? Und deswegen ergänzt ihr euch beide hier auch so unglaublich gut, weil du deinem Steinbock geprägten Menschen die Welt der Emotionen beibringst und dein Steinbock geprägter Mensch, Partner, dir die Welt des Pragmatismus beibringt, die Welt der Formen, der Grenzen, der Strukturen, okay? Und es etwa so aussehen könnte, dass du ihm beibringst, wie man jetzt in seine Emotionen geht und der aber dann irgendwann sagt, okay, cool, interessant, ich vertraue dir jetzt, ich habe mich dem geöffnet und danke, dass du mir meine Themen gezeigt hast. Ich glaube, ich habe das verstanden, ich werde jetzt daran arbeiten und mit dir gemeinsam durchs Leben schreiten. Aber wir haben ja noch ein paar To-Dos, die müssen wir jetzt machen. Die werden sich ja nicht von alleine erledigen. Wir müssen jetzt wieder einen Fokus generieren und die Dinge tun, die getan werden müssen. Und da bist du sehr, sehr dankbar drum, dass dein Steinbock geprägter Mensch so pragmatisch ist und so à la pack an ist, okay? Egal wie emotional überwältigend es ist, dein Steinbock geprägter Mensch ist dein Fels in der Brandung und gibt dir einfach diese Sicherheit, die du auch brauchst, ist sehr
pflichtbewusst, sehr treu, sehr loyal und wird dich immer schützen und immer an deiner Seite stehen. Wird immer hinter dir sein und dich unterstützen, wo er kann. Alright, das war's für heute. Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt mit deinem Deszendenten im Steinbock für Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine Erfahrungen mit Wissen mit uns, lass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.